Namaste, guten Morgen. Schön, dass du gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Setze dich zu Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Schließe die Augen und nimm nichts mit in diese Meditation. Lass einfach alles los, alle Gedanken, alle Vorstellungen für diese Woche. Für diesen Montag lass alles los. Und sei relaxed. Zur Unterstützung atmen wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch und durch den offenen Mund aus. Lass beim Ausatmen alles los. Tief in den Bauch. Wir unterstützen dieses Loslassen durch Pranayama Nadi Shodhana. Denke daran, dass wenn du während dieses Tages Pranayama Nadi Shodhana durchführst, dir zuvor die Hände wischt. Links legen wir den linken Arm, die linke Hand ab. Rechts die rechte Hand mit dem kleinen Finger und dem Ringfinger zum linken Nasenloch. Wir atmen rechts aus. Wir atmen rechts ein, bis ganz nach oben, Wechsel mit den Daumen, links ausatmen, links einatmen, bis ganz nach oben, Wechsel, rechts ausatmen, rechts einatmen. Wechsel, links ausatmen, links einatmen, und rechts ausatmen, rechts einatmen, noch ein Zyklus. Links ausatmen. Links einatmen. Wechsel, rechts ausatmen. Ja, du kannst Pranayama Nadi Shodhana während des Tages so oft wie du möchtest durchführen. Denke daran, die Hände zu waschen. Ja, es ist wunderbar zur Versorgung mit Sauerstoff für den Körper, für das Blut, für den Geist, für dein Gehirn. Und heute dient es uns dazu, uns auf die Meditation vorzubereiten, etwas ruhiger zu werden, loszulassen. Konzentriere dich auf den Bereich zwischen den Augenbrauen mit geschlossenen Augen. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins, dem Unendlichen. Anerkenne die höchste Realität. Wisse und fühle, dass du eine Einheit dieser höchsten Realität bist. Untrennbar. Immer. Und ewig. Ehre die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders Mahavatar Babaji,
Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele, zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Mit der Aufmerksamkeit auf den Bereich zwischen die Augenbrauen gerichtet, beobachte von dort aus deinen Atem. Achte darauf, dass deine Wirbelsäule gerade ist. Stelle dir vor, dass bei jedem Ein- und Ausatmen deine Wirbelsäule ein Stück gerader wird und noch mehr nach oben zeigt. Stelle dir vor und fühle, wie du beim Einatmen kühle Luft durch die Nase in den Oberkörper bis tief in den Bauch einatmest und beim Ausatmen etwas wärmere Luft diesen Weg zurücknimmt. Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Beim Einatmen sprechen wir gedanklich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir gedanklich so. Beim Einatmen sprechen wir gedanklich Hong. Beim Ausatmen sprechen wir gedanklich so. Hong. So. Hong. So.
Wenn Gedanken, Bilder oder Erinnerungen auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung, lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Mantra. Wenn du unruhig wirst oder es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne für eine kurze Weile deine Augen, blicke geradeaus, ohne irgendetwas zu fokussieren. Schließe danach deine Augen wieder und kehre zurück zu deinem Mantra.
Wenn sich deine Gedanken und Fluktuationen im Geist vollkommen beruhigt haben, kannst du das Mantra beiseite legen und in diesem gedankenfreien, friedvollen Zustand verweilen. Bleib aber aufmerksam, bewusst und beobachte einfach nur. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für dein Mitgefühl. Denke an alle Menschen,
die an dem Coronavirus erkrankt sind. Denke an alle Menschen, die krank sind und Angst haben. Denke an alle Menschen, die gestorben sind und ihre Angehörigen. Denke an alle Menschen, die diese Zeit alleine zu Hause verbringen müssen. Denke an alle Menschen, die kein Zuhause haben und von der Öffentlichkeit vergessen wurden. Denke an alle Menschen, die gesundet sind und wieder am Leben teilhaben. Öffne deinen Geist und dein Herz, die Essenz deines Seins, für deine Dankbarkeit. Denke an alle Menschen, mit denen du diese Zeit verbringen darfst. Denke an alle Menschen, von denen du in dieser Zeit körperlich getrennt bist. Denke an alle Menschen, die in dieser Zeit unsere Versorgung aufrechterhalten und für uns da sind. Im Besonderen die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, die Ärzte, in den Supermärkten, die Mitarbeiter, die Bäcker, die Müllabfuhr und alle, die dir sonst noch einfallen, die für uns jetzt in diesen Tagen da sind. Sei dankbar. Dehne dein Blickfeld aus über die Wohnung, über die Gemeinde, die Stadt, dein Land hin zu den 7,5 Milliarden Menschen. Sieh, wie alle diese Menschen diese Zeit mit Sorgen, Ängsten und Problemen durchleben und damit fertig werden müssen. Wünsche ihnen das höchste Gute. Sieh sie gesund, zuversichtlich, optimistisch und konstruktiv den Tag gestalten. Lächle ihnen zu und wünsche ihnen das höchste Gute. Sieh dich selbst, wie du diese Zeit erlebst, bewusst, konstruktiv, gesund und optimistisch. Lächle dir selbst zu und sei dankbar für diese Zeit.
Lass uns am Schluss gemeinsam dreimal Om singen. Ja, komm am Schluss wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Ja, da kannst du natürlich gerne, solange du möchtest und Zeit hast, noch in dieser friedvollen, meditativen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung vor allen Dingen mit in den Tag und schenke sie anderen. Ja, das erste Niyama, Sausha, bedeutet innere und äußere Reinheit, Sauberkeit und die Kultivierung von sattwischen Einflüssen. Patanjali beschreibt Sausha in seinem Buch, in den Patanjalis Yoga Sutras. Und sie besteht aus zwei Teilen. Im Kapitel 2, Sutra 40 wird beschrieben, Reinheit trägt zur Gesundheit und Vermeidung von Krankheiten bei. Reinheit, Sauberkeit, trägt zur Gesundheit und Vermeidung von Krankheiten bei. Roy Jean Davis schreibt in seinem Kommentar hierzu: Achtsamkeit für die persönliche Reinheit, die Sauberkeit der Umwelt und die Aufrechterhaltung eines holistischen Lebensstils wird für körperliche Gesundheit und Wohlbefinden empfohlen. Nun, für die meisten von uns eine verständliche, klare Definition. Das Einhalten ist halt oft eine andere Geschichte. Ganz einfach definiert: Achtsamkeit für die persönliche Reinheit, die Sauberkeit der Umwelt und die Aufrechterhaltung eines holistischen Lebensstils für körperliche Gesundheit und Wohlbefinden wird empfohlen. Nahrung und Wasser sollten rein sein. Die Luft, die geatmet wird, sollte frisch sein und der Körper sollte regelmäßig natürlichem Licht ausgesetzt werden. Nahrung und Wasser sollten rein sein. Die Luft, die geatmet wird, sollte frisch sein und der Körper sollte regelmäßig natürlichem Licht ausgesetzt sein. Essen, Arbeiten, Schlafen, Erholung, metaphysische Studien und alle anderen Aktivitäten sollten routinemäßig geplant sein und bei Bedarf gelegentliche Änderungen ermöglichen. Ganz wichtig für viele, die jetzt wieder in den Alltag einsteigen dürfen, die Routine beizubehalten. Die Routine, die sich natürlich jetzt etwas ändern wird, hier nochmal anzupassen und zu schauen, was ist wichtig, in welcher Reihenfolge soll es gemacht werden, um die Unruhe nicht gleich wieder ins Haus zu holen. Essen, Arbeiten, Schlafen, Erholung, metaphysische Studien und alle anderen Aktivitäten sollten routinemäßig geplant sein und bei Bedarf gelegentliche Änderungen ermöglichen.
Der zweite Teil von Saucha wird hier beschrieben. Meditation sollte regelmäßig praktiziert werden, um Stress abzubauen, den Geist zu beruhigen, das Nervensystem zu erfrischen und das Bewusstsein zu klären. Das gehört noch zum Kommentar für den ersten Teil von Saucha. Patanjali beschreibt den zweiten folgendermaßen. Die Klarheit sattwischer Einflüsse trägt zur Gelassenheit, Heiterkeit, Zielstrebigkeit, Beherrschung der Sinne, verbesserter Konzentrationsfähigkeit und Empfänglichkeit für die Selbstverwirklichung bei. Die Klarheit sattwischer Einflüsse im Geist und im Bewusstsein trägt zur Gelassenheit, Heiterkeit, Zielstrebigkeit, Beherrschung der Sinne, verbesserter Konzentrationsfähigkeit und Empfänglichkeit für die Selbstverwirklichung bei. Es ist vorteilhaft, das zu tun, was zum allgemeinen Wohlbefinden und zu geistigem Wachstum beiträgt. Gedanken, Gefühle, Verhaltensweisen, Nahrungsmittel, persönliche, soziale Beziehungen und Umwelteinflüsse, die das Leben nicht verbessern und das spirituelle Wachstum beeinträchtigen, sollten vermieden werden. Ja, Saucha wird sehr umfangreich zum einen von Roy Jean Davis kommentiert. Und du kannst diese Dinge natürlich nachlesen in Patanjalis Yoga Sutras. Du kannst dir auch gerne die Videos, die ich hierzu erstellt habe, anschauen. Ruhig mal bei mir auf der Homepage und der Blog reinschauen. Und ja, ich wünsche dir für diesen Tag alles Gute. Für den, der heute neu mit einsteigt in den beruflichen Alltag, Gelassenheit, Bewusstsein und die Konzentration auf die eigene Routine sind, denke ich mal, wichtige Geschichten, die man berücksichtigen sollte und vielleicht auch die Möglichkeit, über Saucha etwas genauer nachzudenken. Bis dahin, bis morgen, wenn du möchtest, zur Meditation. Namaste.